Und unheimlich geht es schon wieder weiter. Und damit willkommen zurück in einem dunklen Aufzugsschacht mit unserer Lieblingsheldin Lara Croft und meiner Wenigkeit. Ja, es wird gruselig heute, Leute. Es wird gruselig und unangenehm. Und ich habe schon so oft gesagt, ich bin froh, wenn das Level auch geschafft ist. So. Ich bin immer noch überrascht, dass die Madubo schlicht von den Aufrufzahlen und von den Likes irgendwie total jetzt übertreibt, weil das überhaupt nicht mein Lieblingslevel war. Aber ich verstehe es, ich verstehe es. Es ist ein Hasslevel und ihr seht mich gerne leiden, ihr Sadisten. Deswegen nehme ich euch das nicht übel. Lasst uns die Geschehnisse mal kurz Revue passieren. Wir haben rausgefunden, was Willard in Wirklichkeit vorhat mit den Artefakten. Ja, er hat uns die Drecksarbeit machen lassen und ist einfach abgezischt, abgedampft mit den Meteoritensplittern. Und Lara war irgendwie zu langsam, hat es nicht hingekriegt, ihn einzuholen, und er konnte entkommen. Aber nicht für lange. Nicht für lange, meine Damen und Herren. Ich muss mal ganz kurz gucken, weil hier geht es nämlich schon los, dass das hier so ein Türrätsel ist. Du musst eine bestimmte Anzahl oder so oft wie möglich die Türen nämlich hören, wie die quietschen, wie die sich öffnen. Und dann findest du nämlich einen geheimen Gang, wo es weitergeht. Weil wir wollen hier ja nicht krepieren, ne, in diesem Aufzugsschacht. Ist mir zu ungemütlich, muss ich ehrlich sagen. Ist jetzt nicht meins. I found it. Ja, genau. Und ja, der Willard, der hat sich erst so großkotzig, so groß getan mit uns, wollte zusammenarbeiten, und er hat uns groß ausgenutzt, und keiner möchte Versuchskaninchen werden. Lara hat das gut auf den Punkt gebracht, aber gut, wir werden ja sehen, wie sich die Ereignisse hier noch überschlagen werden. Sagen wir so, es wird eklig und creepy, ohne jetzt Sachen vorwegzunehmen. Ah, die Brundle Brothers. Die Brundle Brothers, das habe ich mir jetzt gerade spontan ausgedacht. Geil. Guckt's euch an. Diese armen Schweine. Naja, wenigstens können sie unheimlich grinsen. Das ist ja wenigstens etwas. Okay. Ja, das sind ehemalige Forscher. Wir haben ja schon in der letzten Folge in einer heruntergekommenen Hütte einen davon gesehen. Wie hat Lara das ausgedrückt? Der Bruder von Jeff Goldblum in die Fliege. Was passiert da? Ich will... Was passiert da? Okay. Naja. Gut. Wir lassen uns davon jetzt nicht irritieren. Wir gehen mal weiter. Irgendwie sind die jetzt hier gekillt worden, getötet worden. Hello there. Ach, hi. Moin. Steht da so lästig mit der Hand in der Hüfte. Was hast du da, einen Flammenwerfer? Ich hoffe, du willst mich nicht flambieren. Kollege. Hast du mir hier geholfen? Hast du den Weg freigemacht? Das ist sehr nett von dir. Aua, lassen Sie mich durch, bitte. Danke. Ja, wie ihr hier unschwer erkennen könnt, sind wir jetzt in einer Mine gelandet. In den RX-Tech-Minenbergwerk. Und hier sehen wir schon eine Lore. Es gibt drei an der Zahl. Drei Loren. Ich stört schon wieder in meinen Tod. Und mit allen drei Loren müssen wir tatsächlich auch fahren. Und auf diese Fahrten freue ich mich schon überhaupt gar nicht. Das ist einer der lästigsten Teile hier, der lästigsten Parts in diesem Level.
neben diesen Forschermutanten, genau, was ich erzählen wollte, die Forschermutanten, wie ist es dazu gekommen? Der Meteorit, der sendet wohl irgendwas aus, strahlt irgendwas aus, was nach gewisser Zeit der Aussetzung in der Nähe des Meteoritsplitters dazu führt, dass man mutiert, dass man sich verändert. Und das ist den armen, armen Forschern, wie man sehen kann, passiert. Außerdem haben sie einen sehr schlechten Atem. Wie man sehen kann. Und er hat mich vergiftet. Geil! Na gut, okay. Wir warten erstmal. Und weg ist er. Weggespawnt. Ja, das ist ganz normal. Die haben auch Jedi-Kräfte entwickelt dadurch, dass sie sich entmaterialisieren können. Sie können einfach despawnen. Das ist ein ganz natürliches Phänomen. Ja. Was ist unsere Aufgabe hier? Wir benötigen erstmal wieder ein Brecheisen und eine Blausäurebatterie. Um ja, das Ganze hier erstmal in Gang zu setzen, würde ich sagen. Und weiterzukommen. Wir könnten uns rein theoretisch von unten nach oben arbeiten, was die Schienen angeht, was die Lore angeht. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Was haben wir an Secrets? Das müssen wir gleich mal gucken. Secrets haben wir 3 an der Zahl. Siehst du, und ich habe noch gar nicht geguckt, wo wir die finden können. Ich bin auch super vorbereitet heute wieder. So, zum Stressaufbau. Erstmal ein paar Koko-Chips. Gut. Ich weiß schon mal ungefähr, wo wir hin müssen. Auf geht's. Let's go. Ich sollte mich mal heilen langsam. Der Fatzke hat mich mit seinem Mundpups vergiftet. Ja! Eine Lore fahrt dir schön. Ja, lehn dich zurück, Lara. Lehn dich zurück. Lass dich gehen. Bitte ducken. Ah, nein! Ich wollte... Nein! Oh Gott, Lara, nein! Warte mal. Schiete. Wollte ich geradeaus? Man weiß es nicht. Shit! Das ist nicht gut. Okay, warte. Das kann aber trotzdem ein guter Schnappschuss werden. Toll. Jetzt rollen wir wieder in unser Verderben. Das wird wieder ein Tod von vielen sein. Brian, du kannst wieder aufschreiben. Du kannst wieder zählen. Ach, Lara, du machst Sachen hier mit mir. Bringst mich hier an Orte, wo ich gar nicht hin will. Nein! Oh, danke. Oh Gott, ducken, ducken. Bam. Habt ihr gerade die Funken gesehen auf den Gleisen? Nice. Oh, ducken, nochmal ducken. Okay, und raus. Okay, hier sind wir in unserem ersten Gebiet. Kristall Nummer 79, komm her. Let's go. Ist hier irgendwas? Nö. Okay. Ich glaube, wir sind richtig. Jetzt geht der Spaß los, Freunde. Diese dunklen Gänge einfach an. Es ist wirklich wieder sehr einladend. Da will man einfach reingehen. Und natürlich geht die Tür hinter uns zu. Oh. Wenn ihr glaubt, ihr habt schon die schlimmsten Dinge hier gesehen in dem Teil, dann habt ihr euch geirrt. Das kommt jetzt erst. Oh Mann. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist der pure Horror, ich sag's euch. Der pure Horror. Oh Gott, ich will nicht. Ah,
Ah! Ah! Bah! Oh, ist das widerlich! Oh, guckt euch den armen Mann an! Ich weiß nicht, ob ich Mitleid haben soll. Die greifen mich ja schließlich an und wollen mich abmurksen, aber... Ist das Mutationsstufe 2 schon oder ist das die erste... Nee, die erste Stufe... Ach ja, okay, gehen wir weiter. Diese Geschwulste im Gesicht, das ist einfach nur widerlich. Ich hab keinen Bock, ey. Ich hab keinen Bock. Da lag was. Hä? Lag da nicht gerade was? Wir müssen nur einmal durchkriechen, hier gibt's noch schön Items. Ich hasse dieses Level. Oh Gott. Auf einen Schnaps nach der Folge. Ich sag das immer, ne? Immer irgendeinen Schnaps oder einen Likör oder so, einen kurzen hinterher. Kompensiere meinen Stress immer mit Alkohol. Ist das so gut? Nein, ist es nicht. Scheiß Vieh, ey. Du Kackvieh. Wo bist du? Ah! Oh! Oh Gott. Alter, dieses flackernde Licht auch noch, ne? Es ist einfach der Horror. Ah! Ich will raus hier. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe, bitte. Krieg ich so Beklemmung hier an diesem Ort. Die einzigen Minen, die ich betreten wollen würde, sind die Minen von Moria. Einfach aus Interesse. Obwohl, dann schnappt mich da dieser komische Kraken in diesem Gewässer davor noch weg. Wie Frodo. Nee, nee, da habe ich keinen Bock drauf. So, Lara, erste Hürde gemeistert. Die Hürde des Schreckens. Aber, was hat es uns denn jetzt gemacht? Das ist jetzt die andere Frage. Hä? Es muss ja sich auch lohnen, hierher zu gehen. Bis jetzt haben wir bloß Items gekriegt und zwei Riesenmutanten Stufe 2 erledigt. Aha, siehst du, das habe ich besucht. Oh nein! Nein! Ah, nein! Ich habe Nein gesagt! Hau ab! Ich wollte nicht, dass du die Tür aufmachst, Sophie! Oh, Mann! Komm her! Roger, was ist nur aus dir geworden? Das ist einfach traurig. Ja, ja. Tu den Gefallen. Das ist ein bisschen unheimlich, wie schnell die hier despawnen. Was ist denn los? Wofür ist der Knopf? Hm? Ah, ein Kran. Was habt ihr denn hier Schönes gemacht?
eine Seilwinde oder Seilwinkel, Seilwinkel, Seilwindenanker oder was das ist, ne? So eine Kurbel. Die müssen wir doch jetzt gleich nehmen. Nimm sie an dich, komm, schnell. Bevor du erfrierst, gute Frau, du bist ja immer so sensibel. Ah! Aua! Sehr schön. Was ist das denn hier? Anlasser für die Winch? Anlasser für die Winch, heißt das so? Das klingt irgendwie komisch. Okay. Hinterfrage ich nicht weiter. Müsst ihr wissen. Oh Gott. Oh Mann, ey. Guckt ihn euch an einfach. Guckt ihn euch an. Dieser aggressive, lüsterne Blick. Ja, sehe ich genau. Bah, es ist einfach nur widerlich, ey. Sei doch nicht so schüchtern. Ah? Sonst hältst du dich auch nicht zurück. Schicker Schuh. Halt. Leute, ey, wo sind wir hier bloß hingekommen, ey? So, raus hier. Hier weg. Ich möchte von diesem Ort weg und nicht in die Eiswand. Mann! Erste Kollision von vielen. Ja, ja, ist auch gut. Chillax. Es sitzt auch echt tief entspannt, ne? Kopf einziehen, bitte, Frau. Kopf einziehen. Geradeaus! Ich will nicht geradeaus. Wollte ich dahin? Ich wollte doch. Keine Ahnung, was ich wollte. Ach so, doch, ich wollte doch dahin. Okay. Finde ich gut. Alles klar. Hab nichts gesagt. Leute, 80 Kristalle schon. Noch 15 Kristalle. Let's go. Gut. Halt. Halt. Frau, nicht so voreilig, ja? Wir müssen doch hier jetzt weiter. Ab in die nächste Lore. Zu wenig Wumms. Okay. Ja, okay, gut, ja. Könnte klappen. Ja. Sehr schön, Lara. Und Drifter. Schon wieder die arme, nächste arme Seele hier verkugelt. Ich glaube, das sind Soldaten, die die RX-Tech angeheuert haben, um die Mutanten loszuwerden, ne? Die eigenen Leute. Ja. Diese renommierte, tolle
tolle Forschungsgesellschaft, die schert sich einen feuchten Kehricht um seine eigenen Leute. Sobald die mutiert sind, bist du Geschichte, bist du nichts mehr wert. Bist du bloß noch eine Gefahr für andere. Na gut, was willst du sagen, ne? Es ist einfach traurig. Ein Trauerspiel ist das. So, hier haben wir nichts weiter. Immer rückwärts überlassen, Leute. Das ist der Trick. Immer rückwärts. Und jetzt? Ah! Ja, du kommst hier umher, du geslidet, ne? Ist ja toll. Ah! Du schubst mich hier nicht runter. Was soll das? Aber du bist runtergeschubst worden. Vom Spiel. Gut, da kann man sich so seinen Gegnern auch entledigen. Das ist, ja, toll. Hm. Dramatischer Auftritt mit einem fatalen, peinlichen Abgang. Hm. Okay. Don't ask me. Jetzt müssen wir da erstmal runterkommen, ne, Dara? Erstmal runter hier. Läuft da. Nicht so zaghaft, Frau. Los! Volle Feuerkraft! Das haben wir auch schon mal besser gesehen. Hat ja auch lange genug gedauert. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier runter? Da runter? Nicht da runter? Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Runter. Nix runter. Aber hier müssen wir lang, ne? Weil wir da lang kriechen müssen. Okay. Runter, runter. Geht es runter. Oh je. So sterben wir. Das wird nix. Nein! So sterben wir! So wird das nichts! Hi. Lara hat wieder ihren eigenen Kopf. Sie hört nicht auf mich. Es ist nicht meine Schuld. Das nehme ich jetzt nicht auf meine Kappe. Eine Akrobatik-Künste kannst du den anderen Leuten hier zeigen, wenn wir fertig sind mit dem Abenteuer. Und Willard in den Hintern getreten haben. Aber eher nicht. Klar? Muss ich mal Tacheles reden hier mit der Frau. Es wird nichts. Bist du platt. Wie eine Flunder. Ey, Dios mio. Hä? Wie hat. Was? Wie konnte er mich denn jetzt schon wieder vergiften? Was? Wann hat er mich getroffen? Ich habe ihn doch aus der Ferne abgeballert. Ja komm, ich heil mich gleich. Ich heil mich gleich. Es hat doch keinen Sinn. Ja, ja. Lass stecken. Nein, Lara, das sind unsere Freunde. Lass sie. Und schon wieder despawned. Alter, ist das irgendein Fehler vom Spiel? Ich glaube, Tomb Raider Remastered braucht wieder ein Update. Die Musik, immer wieder schön, ey.
gruselig. Gut, da müssen wir hin. Ist im Wasser eigentlich noch was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Doch! Raketen sind hier. Raketen, okay. Boah. Diese Arbeiten. Ob Willard wirklich mit offenen Karten gespielt hat hier bei seinen Leuten? Oder ob er die schamlos da ausgenutzt hat und... Ah, nein! Oh nein! Oh no! Oh Gott! Raus! Ob er sie schamlos ausgenutzt hat einfach? Und dem Metroiden da ausgesetzt hat? Einfach zugesehen hat, wie seine eigenen Leute rotieren. So zu trauen wäre es ihm. Oh Gott. Beeilung. Ich muss den Loot mitnehmen. Da ist mein Monk getriggert. Ich muss es tun. Auch wenn ich die Munition wahrscheinlich nie aufbrauchen werde, aber scheiß drauf. Okay, hier müssen wir jetzt mal einmal ein bisschen springen. Zum nächsten Geheimnis. Glaube hier auf diesen Hügel müssen wir erstmal. Da rutschen wir, glaube ich, nicht. Und dann müssen wir nämlich hier wupp, einmal hier rüber und einmal hier rüber. So. Hervorragend. Ach, es gibt ja jetzt einen Shortcut übrigens, ne? Wenn an alle PlayStation-Spieler, die jetzt hier PlayStation spielen, Tomb Raider Remastered, mit den linken und rechten Knöpfen hier, wenn ihr da einen davon drückt, kannst du entweder speichern und laden. Müsst ihr mal ausprobieren. Also der rechte ist speichern. So kommen wir zum Speichern-Button. Und der linke ist fürs Laden. Ich weiß nicht, ob die das jetzt auch durch das neueste Update irgendwie mit integriert haben. Oder ob das vorher schon so war. Da habe ich leider das nicht ausprobieren können oder habe ich nicht drauf geachtet. Das ist, glaube ich, schon der nächste Weg, ne? Wir müssen erstmal zurück hier. Erstmal dahin. Genau, stimmt. Da müssen wir uns ranhangeln erst einmal. Finde ich gut. Guck mal. Hier siehst du das gar nicht so perfekt, wo du hangeln kannst, ne? Das haben sie hier, so einen kleinen Riss in der Wand, haben sie dann das sichtbar gemacht, dass du hier lang hangeln kannst. Das finde ich gut. Vielen Dank, Esbjörn. Vielen, vielen Dank. Da ist die Tür zum Secret. Gehen wir, glaube ich, ins Sputen ein bisschen. Oder ist es auf Zeit? Ich bin mir nicht sicher. I don't know. I don't know. Okay. Müssen wir erstmal hier hochklettern, ne? Was war das denn für eine Tür, die wir da gerade geöffnet haben? Oh Gott. Der Mist. Einfach durch. Aber ja. Oh. Riesenbalze.
arbeitet hier schon fleißig, alles hier noch in Betrieb. Viel geklettert, jetzt müssen wir uns erstmal wieder hier hocharbeiten, wa? Oh Gott. Nein! Oh. Das ist so gemein einfach, ne? Dass die einen so überrumpeln damit. Wollte ich hier runter? Achso, kommen wir zu der Lore zurück, ne? Stimmt, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Hallo? Eiswand 1, Lara 0. Sanft, Miss Croft, sanft. Hallo! Mann! Lara, ich kann dir eins sagen. Unser nächstes Reiseziel bestimme ich. Ich bestimme das. Du kannst mich wahrscheinlich nicht mehr hören, weil du schon wieder beim Sensenmann bist, aber das nächste Reiseziel ist Fidschi. Ich habe keinen Bock mehr. Auf Mutanten, auf Eis, auf Schnee. Ich möchte mich nur noch am Strand regeln mit Miss Croft mit einem Cocktail in der Hand. Dann bin ich happy. Reicht. Halt! Mann! Lara! Krieg die Motten mit der Frau. Nein! Herrschaftszeiten nochmal. Alter, wieso? Bah! Danke. Mann, ey. Kopf einziehen. Wir brauchen nicht noch eine Platzwunde am Kopf. Ist eine Tortur, ich sag's euch. Okay. Ja, liebe Leute, wir müssen jetzt erstmal hoch zum Secret, glaube ich. Nee, der Wisch wird uns nicht helfen.
Ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir hier jetzt springen müssen. Da sind wir schon richtig, ne? Sind wir da schon richtig? Ja. Okay. Okay, Kamera. Mann! Halt dich fest, danke. Tür ist noch offen, da bin ich beruhigt. Jaha. Zweites Secret von drei. Wer ist noch dabei? Oh Mann. Hä? Was? Zweimal der Secret Sound? Ach, wisst ihr was? Ich mach heute nichts. Wir haben so viele Waffen, so viel Munition. Ich benutze immer bloß die Pistolen. Es tut mir leid. Oh, das ist immer Reflex. Aber es ist halt ihr Markenzeichen, die Pistolen. Okay. Da ist doch noch was. Da ist doch noch was einfach. Ja. Yes. Wie bekommen wir jetzt die Brechstange? Was habe ich übersehen? Ich dachte, der kommt von der anderen Seite, aber war hinter der Ecke. Das ist so gemein. Oh Mann, Leute, ich glaube, wir sind da schon wieder dran vorbeigelaufen. Jetzt zeig mir mal, wo wir hier hinkommen. Sie sitzt da einfach so entspannt. Ah, la 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 la. Oh nein. Pass auf die Schraube auf. Lass den Kopf nach unten, aber. Sonst wird gleich dein Schädel durchbohrt. Oh Mann. Fackeln. Eine Fackel. Lalala. Aber die 200 bestimmt jetzt voll, wa? Naja. Macht nichts. Vielleicht müssen wir auch. Ah, nein! Ah! Da wollte ich noch nicht rein. Vielleicht müssen wir auch erstmal hier diese Winde einsetzen. Oder? Ah nein, stimmt nicht. Ah, oh, Scheibenhonig. Wir können das Ding schon einsetzen, aber wir brauchen immer noch diese blöde Bleisäurebatterie. Ja, noch passiert da nichts. Das ist dasselbe U-Boot, dasselbe gelbe Boot, was wir bei die Tiefe oder bei dem Bootturm verfolgt haben, ne? Ich habe
glaube ja. Wer soll denn so schnell reagieren? Danke. Herrschaftszeiten. Es war eine schwere Geburt wieder. Wie gerne würde ich sie einfach kurz nochmal randämmeln lassen. Ja, es geschieht dir recht. Entschuldigung, ich bin furchtbar. Oh Gott. Ich hoffe, das war richtig. Gerade. Nein! Ich hasse diese Sequenzen. Dankeschön. Warum verschwindet jetzt das Schild auf einmal? Dinge geschehen hier, die kann ich mir nicht erklären, echt. Das ist... Mann. Das ist der reinste... Hindernispark, reinste Achterbahnfahrt hier. Wo ist jetzt diese diese tolle Brechstange? Wo ist die? Wo ist sie? Wir müssen noch mal zu diesem Raum zurück, wo der Flammentypi ist. Die Hügel waren. Diese riesen Schneehügel, Eishügel. Oh Mann. Ich wusste, ich hatte ein komisches Bauchgefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Kollege, da steht er. Könnten Sie bitte den Weg frei machen? Ich muss hier vorbei, danke. Ich habe meine Brechstange vergessen. Ja, was man hier im Kopf hat, ne? Hat meine Beine. So. Hier müssen wir uns ranbaumeln und da liegt sie ja schon so präsentierterlich. Von dem roten Lämpchen erhellt. Scheiß Ding, ey. Wegen dem muss ich jetzt einen Umweg machen. Wäre schon längst über alle Berge gewesen. Aber nein. Soll ja auch nicht so einfach sein. Nicht wieder in die Eiswand rammeln. So, meine Güte. Here we are again. Jetzt haben wir alles, Leute. So. Brechstange, let's go. Da liegt sie. Die tolle Batterie. Auf zu unserem letzten Abenteuer hier mit der blöden Lore. Gott sei Dank.
Dank hat die sich hingesetzt. So, eine Kraniotomie wollten wir heute nicht machen, der war. Zieh den Kopf ein. So, sehr gut. Wir sind endlich da. Oh, Halleluja. Rein mit dem guten Stück. Bleisäurebatterie. Da senkt es sich ab. Da müssen wir jetzt runter, Lara. Es nützt alles nichts. Ob du willst oder nicht. So, eleganter Sprung ins Wasser. Oh Gott, das wird wirklich knifflig. Oh je. Wir müssen jetzt ganz weit untertauchen. Und das wird knapp. Alter, wie soll man das denn schaffen? Alter. Kann ich hier nicht sprinten im Schwimmen? Und wird es auch nicht so knapp werden mit dem Leben. Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seid ihr Jeck? Eigentlich seid ihr Jeck! Mann! Oh Gott, ich krieg einen Anfall! Lara, bitte beeil dich! Oh Mann! So eine Kacke! Wieso? Alter, die ist so langsam! Wieso? Bah! Oh. Alter, ich fresse gleich die ganze Tüte auf hier. Das ist das, wozu das Spiel mich bringt. Frust essen. Sind bloß Kokoschips, aber trotzdem. Hasse es. Alter! Wie schnell geht die Anzeige runter? Wollt mich doch verarschen, ey. Es tut mir leid, ich bin gerade nervliches Wrack. Es kotzt mich gerade einfach an, wie schnell einem das Leben abgesaugt wird, regelrecht. Und die Anzeige, diese Toleranz, Eistoleranz-Anzeige so schnell in den Boden schießt. Oh! Dieses Spiel ist einfach nur noch Mobbing. Nanu, wo sind wir denn jetzt hier? Guten Tag. Wie sind Sie hier heil? Ja, du hast wahrscheinlich so einen Isolier-Badeanzug an. Isolierslip. Was? Wie sind Sie durch das Eiswasser gekommen? Verraten Sie mir Ihren Trick. Ah! Ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. So, liebe Leute, wir müssen da jetzt einmal mal kurz hin, weil da ist das nächste Secret, das letzte Secret. Ich hoffe...
überlebt es nicht und brecht sich sämtliche Knochen, ja. Mhm. Hm. Was sind denn das hier für komische Maui-Statuen? Mhm. Leute! Ich glaube, wir haben eine antike Stadt entdeckt, was? Wer hätte es gedacht? Wow! Es ist so echt nie mehr feierlich. Ja. Gucke einer Schau. Raketen und der Riegel. Lala. Zum Glück sind hier die ganzen vereisten Plattformen. Was? Was für ein Zufall, Lara. Haben wir ein Schwein. Wow, lala. Haben wir hier noch was? Was nicht. Man muss auch mal ein bisschen gucken, ne? Um die Ecke. So, Freundchen, ich würde Ihnen ja raten, zu verschwinden, aber ich glaube, Sie werden meinen Rat nicht Folge leisten. Alles gut, ich habe alles unter Kontrolle. Alles gut, ja, bleiben Sie da ruhig stehen. Ich brauche keinen Flammenwerfer, danke. Haben wir hier oben noch irgendwas? Liegt hier noch was Schönes? Nö, okay. Doch, ein Minipack liegt da noch. Ah, wer hätte es gedacht? Na, guck mal an. Okay. Ich bin heilfroh, sagen zu können, dass wir dieses Level auch gemeistert haben, liebe Freunde. Nix wie raus hier. Aber es wird nicht besser, es wird noch schlimmer. Das nächste Level... Geht der Alarm schon an. Das nächste Level ist die Stadt... Tinnos. Die antike Stadt Tinnos und die hat es nochmal richtig in sich vor dem großen Bosskampf. Ah, 5 Medipacks, aber nur wegen diesem Scheißgeschwimme da durch das Eiswasser, ne? Das ärgert mich. Das zerstört meine ganze Statistik wieder mit Medipacks, so wenig wie möglich zu nutzen. Aber was willst du machen? Lara hat halt eine sensible Körperzusammensetzung, Körperbau, ist nicht viel auf den Knochen. Eher Oberweite und Hintern, da ist das ganze Fett drin, das ganze Gewebe. Ja, und der Rest ist halt so, so empfindlich, ne? Was Kälte angeht, was willst du machen? Was willst du machen? So, bevor ich jetzt noch mehr Stuss rede, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich nicht auf dieses Level, wie ich das hier auch schon getan habe, aber wir werden es irgendwie wieder hinkriegen. Kämpfen wir uns da wieder durch das letzte Horror-Level. Die Stadt Tinnos, ich hoffe, ihr seid wieder dabei und ich... schnapuliere jetzt die Tüte, glaube ich, auf hier mit meinen Kuchenchips. Das reicht. Macht es gut. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.